Corona, des Präsidiums und des Aufsichtsrates Stuttgart-Triebers, den ich euch alle recht herzlich begrüße zum offiziellen oder zu offiziellen Saisoneröffnung. Wir haben letztes Jahr unser Saisonziel erreicht und jetzt im neuen Jahr möchten wir den nächsten Schritt machen. Und ich hoffe, dass wir das alles zusammentun. Aber heute erstmal hier bei Superhauer, erstmal einen herzlichen Dank für Superhauer und für die Schramgarage, dass wir hier sein dürfen. Ja, herzlichen Dank. Auch von unserer Seite von Superhauer Deutschland herzlich willkommen. Es ist uns natürlich eine Freude, hier so viele Kickers-Fans begrüßen zu dürfen. Ja, wir haben natürlich auch zum Ende der letzten Saison mitgefiebert. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass die Kickers es geschafft haben, dass sie in der dritten Liga drinbleiben. Und wir sind unwahrscheinlich guten Mutes, dass zusammen mit unserer Partnerschaft auch in dieser Saison in der dritten Liga mit Sicherheit eine gute Platzierung erzielt wird. Wie letztes Jahr wollen wir alle nicht mehr so viel steht fest. Aber was geben Sie denn auf, oder der Trainer mit Ihnen zusammen? Was fordern Sie von der Mannschaft? Wir haben jetzt alle Drittliga erfahren. Das kann ich nur sagen, wir sind unerfahren in der dritten Liga. Wir haben erfahrene Spieler zugeholt. Ich gehe davon aus, dass wir gerade im Defensivbereich viel, viel besser stehen oder nochmal. Letztes Jahr, wir werden einen besseren Spielaufbau haben und es ist ganz klar, dass wir den nächsten Schritt machen müssen, weil so eine Saison, glaube ich, möchte ich nicht nochmal erleben, das ist ganz klar. Wir müssen jetzt in der neuen Saison hingehen und sagen, nächsten Schritt, das heißt, vielleicht mal in Buchen ausgedrückt, 10 Punkte mehr und wir möchten ins gute Mittelfeld rein und vielleicht auch als Ziel zu haben, natürlich vom VfB 2 zu landen, das ist auch ein kleines Ziel. Oder dass wir wirklich irgendwie noch zweite nach dem Werden in Stuttgart. Und das muss einfach unser großes Ziel sein. Punkte zu holen, schön Fußball zu spielen und uns wichtig dann zu etablieren in die Kartei. Ihr wollt nicht mehr so lange zittern wie im letzten Jahr, oder? Ja, unser Ziel ist, dass wir es nicht mehr so spannend machen letztes Jahr und dass wir ein bisschen einsam jetzt gleich kommen. Alles Gute für die Fußballspieler, müssen wir sagen, jeden Tag draußen in der Sonne, oder? Alles Gute, wenn ihr. Warum die Stuttgarter Kickers? Ja, ich habe mich gleich überzeugt. Also für mich war es keine Reichsproduktion in Offenbach. Da wurde alles gegen den Bau gefahren, zum Anführungszeichen. Aber ich habe gleich ein gutes Gefühl hier gehabt und deswegen bin ich überzeugt, dass wir ihn gut machen. Back in die Heimat, oder? Ja, ich bin froh, dass ich endlich wieder zurück bin. Ich war jetzt lange Jahre weg, jemals seit langen Jahren. Und ja, es ist schön, hier zu sein, bei der Familie und bei meinen Freunden und natürlich auch bei den Kindern. Ja, wir haben auch noch eine kurze Frage. Wie ist ich schütze hier oben auf der Bühne, deswegen dann den Scheinwerfer und draußen ist die Sonne auch da. Aber ihr habt schon richtig heiße Temperaturen auf dem Trainingsplatz. Wie sieht die Trainingsarbeit derzeit aus? Ja, sieht gut aus, weil ich habe, muss ich sagen, nie eine Mannschaft gehabt in meiner Karriere und es ist schon ziemlich lang. So mäßig von erster Minute, also 8. April war das, glaube ich, bis heute. Ich weiß nicht, ob die Angst vor mir haben oder so. Aber Fakt ist, dass diese Gruppe, das ist eine sehr tolle Gruppe, das haben wir ja bewiesen in den letzten 6 Spieltagen, wo wir einen Abstiegs vor der Harten mit 6 Punkten in 6 Spielen.
Und das macht mich zuversichtlich für die kommende Saison, dass wir dieses Mal eine ruhige Klasse Halt schaffen und versuchen, zum Beispiel eine Pokalqualifikation oder sowas, so etwas Tolles. Unsere Fans, die haben uns, glaube ich, unterstützt in der letzten, Woche der letzten Saison. Also, ich muss sagen, bis jetzt läuft alles gut. Dank Guido Buchwalder und Jakenbach sehr gute Spieler verpflichtet, die unsere Kader verstärkt haben. Und vielleicht gibt es noch eine oder andere Überraschung bis zum 31. August. Also, ich muss sagen, bis jetzt alles okay.